Sie hat 213 Follower und folgt über 400 Leuten. Ansonsten ist alles privat. Eine typische Lehrerseite. Das Spannende ist ja, dass wir eine Adresse haben. Mit der Postleitzahl können wir prüfen, ob es im Wählerregister eine Person mit diesem Namen in dieser Gegend gibt. Gute Idee. Ich gebe Ihren Namen zusammen mit der Postleitzahl ein und dann mal sehen, was das Web ausspuckt. Cool. Es gibt drei Leute mit demselben Nachnamen, aber es ist keine Person mit diesem Vornamen dabei. Leute ziehen andauernd um. Das einzig Gute ist, dass die Postleitzahl wirklich in dieser Gegend existiert und nicht etwa erfunden ist. Nanu? Hallo? Matt hier. Ihr wolltet mich sprechen? Julie von Catfish UK hier. Wie geht's? Gut, danke. Wie lange kennst du Mario? Drei oder vier Jahre? Mario hat uns erzählt, dass du dir ziemlich sicher bist, seine Online-Traumfrau Hannah wäre in Wirklichkeit ein Mann. Wie kommst du darauf? Einfach, weil es in 8 Monaten in derselben Gegend nie zu einem Treffen gekommen ist. Außerdem macht er sich im Social Web gern mal nackig. Meinst du damit, er ist ein leichtes Catfish-Opfer? Ja, weil er immer erst mal auf alles einsteigt. Danke für deine Zeit, Matt. Na klar, ciao. Mach's gut. Bye. Habe ich da eben so eine gewisse Kritik rausgehört, weil Mario sich im Web gern leicht bekleidet präsentiert? Wäre das möglich? Ja, aber geht es da um Neid oder eher um Prüderie? Auf jeden Fall denke ich dabei auch, es ist nicht komplett abwegig, dass Matt der Catfish sein könnte. Schauen wir uns die Fotos an, die Mario geschickt hat. Welcher Londoner würde sich mit so einer roten Telefonzelle fotografieren lassen? Das ist doch ein absolutes Touristending. Seltsam. Schon. Ich suche es mal. Nichts. Okay. Und das? Also wenn da was kommt. Auch nichts. Das sind alles so Schnappschüsse. Außer dem hier. Okay, cool. Das suche ich jetzt. Das ist jemand anders. Die heißt nicht Hannah. Sie ist eine Tanz- und Kunsttherapeutin, die in Neuseeland lebt. Und genau darum hat sie auch so ein Telefonzellenfoto, weil sie hier zu Besuch war. Die werden wir auf jeden Fall erreichen können. Hier ist ein Link zu einer Facebook-Seite. Nice. Im Studio folgen 92 Leute. Und eine von den Frauen hier wird wahrscheinlich Sarah sein. Stimmt. No. Das Bild hat Mario bekommen. Von Hannah, ja. Und das Bild hat sie ihm auch geschickt. Oh nein. So Hannah. Das heißt also, dass Hannah in Wirklichkeit Sarah ist. Aber wir müssen Sarah kontaktieren, um sicherzugehen, dass sie nicht etwa die Hannah-Seite betreibt. Ich schreibe ihr sofort. Hey Sarah, hier sind Uber und Julie von Catfish UK. Wir glauben, dass jemand deine Bilder benutzt und würden gern mit dir sprechen. Das ernüchtert mich jetzt. Ich habe ihm so gewünscht, dass Hannah echt ist und er sie treffen kann. Nach dem, was er durchgestanden hat, wäre das ein so schöner Abschluss gewesen. Er meinte so stolz, ich habe mich so angestrengt, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und ich habe mich verliebt. Und wir müssen ihm jetzt sagen, dass das nur ein Traum war. Das macht mich echt traurig. Sarah. Du meine Güte, wir können jederzeit sprechen. Cool. Geht es auch jetzt sofort? Ich schicke ihr einfach den Zoom-Link rüber. Genau. Okay. Warten. Hey, Sarah. Hey, wie geht's? Danke, gut. Ich bin Julie, das ist Uber. Wir arbeiten gerade an einem Fall, da geht es um einen gewissen Mario, der seit 8 Monaten Online-Kontakt mit einer Frau namens Hannah hat. Und wir haben dich angeschrieben, weil diese Hannah eindeutig deine Bilder benutzt. Ist dir eine Hannah bekannt oder hast du jemals Kontakt mit einem Mario gehabt? Nein.
No, I don't remember. Und an den Namen Mario würde ich mich erinnern. No.